du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche würdest du wählen? Die Kraft, dich interessant zu machen? Wir haben darüber gesprochen, unsere Beziehung offener zu gestalten, wissen Sie? Sexuell. Ich bin vororgasmisch. Heißt das, du stehst kurz davor? Du bist also eine Sextherapeutin und hattest noch nie einen Orgasmus? Ich bin die Herrin in diesem Shortbus. Ein Salon für Begabte und Behinderte. Es ist fast so wie in den 60ern, nur dass es weniger Hoffnung gibt. Du glaubst, man braucht zwei Menschen, um Sex zu haben? Nein, ich denke nicht. Hattest du überhaupt schon mal eine Beziehung? Ich glaube, wir können das überwinden und daran arbeiten. Wir haben schon eine Menge zusammen durchgestanden. Ich kann dich nicht zum Orgasmus bringen. Bist du sicher, dass du es heute Nacht ausprobieren willst? Liebst du mich denn? Wenn ich daran denke, was ich im Alter von 12 Jahren gemacht habe, dann suche ich heute immer noch nach denselben Dingen. New York ist die Stadt, in die alle kommen, um Vergebung zu finden.